Zelda Tears of the Kingdom hat uns eines der besten Ganondorf-Fights gegeben, die wir jemals hatten. Ich meine, sind wir jetzt einmal ehrlich. Alle Nostalgie beiseite, der Final Boss bei Ocarina of Time. Bruder, ich arbeite die ganze Zeit auf dieses Ziel hin, Ganondorf zu plätten und ich muss mit ihm Ping-Pong spielen, Digga. Ping-Pong! Ich weiß nicht, als Kind war das damals ganz cool, aber jedes Mal, wenn ich diese Spiele nochmal spiele, realisiere ich, wie schlecht eigentlich dieser Bossfight ist. Klar, Ganon war ganz cool am Ende, aber nach all den Mühen, den ganzen Abenteuern, nachdem ich Ganondorf endlich zur Rechenschaft ziehe, ist er in seiner Menschenform einfach Tischtennis-Weltmeister. Oder? Nein. Und die Ganondorf-Fights werden danach auch nicht wirklich viel besser. Puppet Ganon in Wind Waker und danach gegen Ganondorf zu kämpfen, war genauso antiklimatisch und reines Button-Gemäsche. Ich habe das Gefühl, man konnte nie wirklich sein ganzes Arsenal an Tools benutzen, die man während des Abenteuers gefunden hat und gemeistert hat. Versteht mich nicht falsch, die Inszenierung war geisteskrank mit dem Hyrule, was im Wasser getränkt wird und dem 1 gegen 1 Schwertkampf. Aber der Fight war irgendwie nicht das, was man sich vorstellt, wenn man am Ende eines Spiels steht. Ich meine, Zelda wacht auf und danach spammt er auch nur noch Lichtpfeile. Zugegeben, das Ende war geisteskrank, wo er in die Luft springt und ihm das Schwert in den Kopf steckt. Und bei Twilight Princess war es basically genau dasselbe. Der Ganon-Fight war cool, Puppet Ganon war auch ganz nice. Dann aber auf einmal muss ich auf einem Pferd gegen den Bree kämpfen und dann haben wir ein 1 gegen 1, was wiederum richtig cool inszeniert ist, aber er macht selber nichts, bis du anfängst, was zu machen und dann clasht er eigentlich nur mit den Schwertern. Du schüttelst wie ein Bekloppter die Wii-Fan-Bedienung und das machst du basically die letzten 5 Minuten und dann war es halt auch schon wieder. Und eigentlich war es das ja auch schon mit den Ganondorf-Fights. Jetzt springen wir zu Tears of the Kingdom. Aufgrund dessen, dass hier der Fokus nur auf den Main-4-Items liegt, ist es nicht so schlimm, dass der Endboss sich nur auf Combat-Ability fokussiert. Was auch Sinn ergibt, ich meine, das ist das Zelda-Spiel, wo du das erste Mal mit perfektem Timing konfrontiert wirst, wie Parryen oder Ausweichen. Und allein der Weg zu Ganondorf ist geisteskrank. Der Fakt, dass jeder sein eigenes kleines Abenteuer gespielt hat und jeder eine andere Route gegangen ist, lassen wir jetzt mal außen vor und wir sprechen jetzt einfach nur vom reinen Weg zu Ganon vom Hyrule Castle aus. Diese engen Gassen, die Musik, die immer ominöser wird und ihren Peak erreicht, wenn du vor dem letzten Abgrund stehst, den du runterspringen musst. Du landest und auf einmal steht eine Riesenarmee von Bokoblins vor dir. Angenommen, ihr habt jetzt alle Dungeons gemacht, bekommt ihr eine Avengers-Type Cutscene und alle deine Freunde kommen und ihr kämpft gemeinsam gegen die Armee von Ganondorf. Habt ihr sie nicht freigeschaltet, habt ihr nach der Armee einen Boss-Rush und ihr müsst, wie im Vorgängerteil, alle Main-Bosse nacheinander besiegen. Und ja, ich weiß, Zelda ist nie wirklich für seine Schwierigkeit bekannt, aber dieser Boss-Rush ist definitiv hart und den schafft nicht jeder einfach so. Und nachdem du all das hinter dir hast, kommst du in den Raum, wo Ganondorf sich die ganze Zeit über versteckt hat. Und hier wäre ein enttäuschender Boss-Fight wie in Breath of the Wild wirklich fatal gewesen. Aber Ganondorf springt nach seiner Cutscene runter und man liefert sich ein männliches 1 gegen 1. Es fällt da schon auf, dass etwas nicht stimmt. Und zwar, wenn du einfach drauf losbrechst und ihn schlägst, macht er das, was du auch kannst. Und zwar einen Flurry Rush. Und du realisierst, dass er auch durchgehend seine Waffen wechselt, so wie du es auch kannst. Er kann Speer benutzen, ein Kurzschwert, ein Großschwert oder auch einen Bogen. Der Fight setzt vor allem darauf, dass du die Flurry Rushes drauf hast und du perfekt ausweichen kannst. Und ich wiederhole, dieser Fight soll nicht schwer sein, sondern einfach das Gelernte aus dem Base Game nehmen und bis aufs Maximum hinaustreiben. Schwierigkeit ist nicht gleich immer gut. Bosse können auch simpel sein. Es geht einfach nur ums Gefühl, dass du da gerade wirklich am Ende bist. Und das hat dieser Ganondorf definitiv dieses Mal vermittelt. Und nachdem du ihn besiegt hast, steht er wieder auf und transformiert sich in seine Dämonenkönigform, indem er sehr stark die Mais ähnelt. Und seine Lebensleiste trollt einen bis zum geht nicht mehr. Sie geht einfach fast über den Bildschirm hinaus. Ich weiß noch ganz genau, wie ich vor dem Bildschirm saß und das gesehen habe und dachte, hört das gar nicht mehr auf? Das ist ein Remix! Das ist ein... Was mit seiner Lebensleiste? Was mit seiner Lebensleiste? What? Die geht über mich! Ich meine, klar, viele haben darüber gelacht und ich auch im ersten Moment. Aber im Unterbewusstsein hat es kurzzeitig eine Panik ausgelöst, weil es das einfach noch nicht gab. Daraufhin klont er sich auch noch 5-mal und du musst gegen 5 Ganons gleichzeitig kämpfen. Vom Moveset her ähnelt er sich immer noch der ersten Phase, aber diesmal zerstört er komplett deine Herzen, wie in der Anfangssequenz. Und nachdem du ihm die Hälfte der HP abgezogen hast, kommt auch schon die letzte Ganondorf-Phase. Er absorbiert all die Klone und ihr habt wieder ein 1 gegen 1. Seine Moves sind alle ein wenig überarbeitet, aber die größte Änderung ist jetzt, dass er den Konter kontert. War damals
jetzt so geflasht davon, dass er das getan hat und fand es so unglaublich cool, dass man sich am Ende des Spiels wirklich noch ein wenig konzentrieren musste, ihn zu besiegen. Lass mich erklären, wenn ihr zuschlägt, wird er Flurry rushen. Diesen Flurry Rush musst du Flurry rushen, aber er wird daraufhin auch wieder Flurry rushen, damit du dann wieder Flurry rushen musst, um dann endlich einen Hit zu hitten. Ich fand das so unglaublich geil, es hat so Bock gemacht, gegen ihn zu kämpfen. Und dann, wenn ihr ihn besiegt hat, in seiner Verzweiflung frisst er seinen Stein und er verwandelt sich zum Drachen. Der Drachenfight ist eher ein Gimmickfight und mehr so ein Spektakel, als es wirklich ein Kampf ist. Aber nach dem ganzen Hin und Her passt es einfach perfekt und ist mit der Musik eines der besten Endings, die man haben kann zu dem Final Boss. Ich finde, der Drachenfight ist, wie man einen cinematischen Bossfight richtig macht und nicht der Ganon-Fight in Breath of the Wild. Und nachdem du ihn besiegt hast, hast du eines der besten Endsequenzen in der ganzen Zelda-Reihe. Die Musik ist einfach nur wow. Und man fängt Zelda ein letztes Mal. Ich finde generell, das Ende von Tears of the Kingdom ist mit Abstand das beste Zelda-Ende von allen. Aber wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.